Liebe Frau Makovej, erst einmal herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Frau Makovej zu Ihrer neuen Verantwortung innerhalb Ihrer Partei. Es ist gut zu wissen, dass dort eine so engagierte Reformerin in herausragender Position tätig ist. Sie kriegt Ihnen viel Erfolg und hat natürlich als Politiker vollstes Verständnis dafür, dass Sie gleich in Ihren Parteigremien aktiv sein müssen am ersten Tag nach Ihrer Wahl. Lieber Herr Dix, lieber Herr Kleiniger, lieber Thorsten, vielen Dank für die Einladung, heute zu diesem wichtigen Thema hier sprechen zu dürfen und über Korruptionsbekämpfung mit Ihnen diskutieren zu können. Ich habe heute bereits wichtige Gespräche geführt im Innenministerium. Es ging hier natürlich vor allem um die Frage der Vollmitgliedschaft in den Schengen-Raum Rumäniens und was dafür erforderlich ist. Und wir als Bundesrepublik Deutschland, wir unterstützen Rumänien voll und ganz. Aber wir sagen auch ganz offen, dass es keinen Freundschaftsrabatt gibt. Und für uns spielen nicht nur die technischen Kriterien Schengens eine wichtige Rolle und sind Conditio sine qua non für den Beitritt, sondern für uns ist natürlich auch die Korruptionsbekämpfung eine wichtige Voraussetzung, um Mitglied in Schengen zu werden. Und deshalb ist für uns auch ganz entscheidend, was der CVM-Bericht, der Kooperations- und Verifikationsmechanismus-Bericht im Juli sagen wird. Der Schengen-Raum funktioniert ja auf der Basis, dass die Länder, die keine EU-Außengrenze haben, sich voll und ganz auf die Länder verlassen können müssen, die Außengrenzen für einen sichern. Das heißt, wir übertragen unsere Sicherheit an den Außengrenzen Rumäniens. Dessen muss sich jeder im Klaren sein, wenn wir über dieses Thema reden, was das auch für jeden einzelnen deutschen Bürger bedeutet. Und das heißt, dass wir natürlich uns auch darauf verlassen können müssen, dass in solch einem Land, was für uns die Außengrenzen sichert, für alle Europäer, keine Korruption herrscht oder die Korruption zumindest so bekämpft werden wird, dass die Korruption bei der Außenkontrolle keine Rolle spielt. Und deshalb hängen diese beiden Themen unmittelbar miteinander zusammen. Für uns, und das haben wir heute auch im Innenministerium angesprochen, und das freut mich natürlich, dass wir in Rumänien bereits Fortschritte im Bereich der Korruptionsbekämpfung sehen. Das erkennen wir uneingeschränkt an. Aber es gibt natürlich nach wie vor Probleme und Sie haben das eben erwähnt. Und zur Korruptionsbekämpfung gehört natürlich auch, dass der Kampf gerade gegen die organisierte Kriminalität überhaupt möglich ist. Das sind zwei Seiten einer Medaille. Ich möchte aber deutlich machen, dass natürlich die Bekämpfung der Korruption nicht nur in solchen Ländern der Transformation ein wichtiges Thema ist, sondern natürlich auch ständige Herausforderung in Deutschland. Man muss nicht glauben, wenn man einmal ein bestimmtes Niveau im Bereich der Korruptionsbekämpfung erreicht, dass man sich dann quasi zurücklehnen kann und nichts mehr dafür tun muss. Kampf gegen Korruption ist eine ständige Anstrengung, die unternommen werden muss. Korruption beeinträchtigt das Vertrauen der Bürger in Unabhängigkeit, Unbestechlichkeit und Handlungsfähigkeit des Staates. Korruption beeinträchtigt die Integrität der Wirtschaft. Sie wirkt sich negativ auf die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und wirtschaftliches Wachstum aus. Das ist so ein Satz, den hören wir immer, wenn wir über Korruptionsbekämpfung reden. Der darf eigentlich in keiner Standardrede zum Thema Korruptionsbekämpfung fehlen. Ich möchte es aber heute einmal viel einfacher erklären, worum es eigentlich geht.
Es geht eigentlich um nichts anderes als das, was in unseren Verfassungen zentral verankert ist, nämlich die Tatsache, dass jeder Bürger vor den staatlichen Einrichtungen gleich ist. Das bedeutet nichts anderes als das Recht, dass jeder Bürger fair behandelt wird. Darum geht es bei der Korruption. Denn wenn ein Land korrupt ist, dann wird genau dieser Gleichheitsgrundsatz auf elementarste Art und Weise verletzt. Und dessen müssen wir uns immer wieder im Klaren sein. Korruption des Staates bedeutet nichts anderes als Ungleichbehandlung. Und deshalb spielt das eine so große Rolle. Worauf konzentrieren wir uns in Deutschland? In Deutschland wird das Bundeskriminalamt jedes Jahr die polizeilichen Erkenntnisse zur Korruptionsbekämpfung in Deutschland zusammen. Diese Lageerkenntnisse, so heißt es hier immer im Polizeijargon, sind neben der polizeilichen Kriminalstatistik eine wesentliche Grundlage für die Ausrichtung des Handels von Polizei und Behörden. Die wesentlichen Erkenntnisse sind: im Jahr 2009 haben deutsche Strafverfolgungsbehörden in über 1.900 Strafverfahren wegen Korruption ermittelt. In diesen Verfahren werden zumeist mehrere Täter und Taten angeklagt. Der Schwerpunkt der Korruption in Deutschland hat sich in den vergangenen Jahren signifikant verlagert. In der Vergangenheit wurde Korruption weit überwiegend in der öffentlichen Verwaltung festgestellt. In der Zwischenzeit sind Verwaltung und Wirtschaft zu gleichen Teilen von Korruption betroffen. Wir deuten diese Zahlen so, dass auf der einen Seite die verwaltungsinternen Präventionsmechanismen besser greifen. Auf der anderen Seite bekämpfen die deutschen Strafverfolgungsbehörden Korruption in der Wirtschaft, insbesondere auch korruptives Verhalten der deutschen Unternehmen auch im Ausland erfolgreich. Das belegen insbesondere öffentlichkeitswirksame Verfahren gegen große deutsche Unternehmen, nur Siemens, MAN, die Deutsche Telekom, um nur einige zu nennen. Fast 90% der Tatverdächtigen sind deutsche Staatsangehörige. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Korruptionssachverhalte immer häufiger einen grenzüberschreitenden Charakter haben. Denn die Verfahrenszahlen, bei denen deutsche Unternehmen oder Staatsangehörige, Amtsträger im Ausland korrumpieren, haben in der Vergangenheit ebenfalls deutlich zugenommen. Das zeigt, dass Deutschland auch den Angriff auf die Integrität anderer Staaten nicht duldet. Und schließlich fast 60% der Korruptionsfälle betreffen Tatverdächtige, die ihre dienstliche Position 3 Jahre oder länger ausüben. Das Risiko, anfällig für Korruption zu werden, nimmt also mit zunehmender Verweildauer in einer Position zu. Das bestätigt uns in zentralen Eckpunkten unserer Präventionsstrategie für die Verwaltung, nämlich das ist vor allen Dingen Rotation des Personals in tendenziell gefährdeten Arbeitsbereichen und ganz wichtig, die strikte Einhaltung des Mehr-Augen-Prinzips. Meine Damen und Herren, in den vergangenen 10 Jahren wurden in Deutschland erhebliche weitere Anstrengungen unternommen, eine wirksame Antikorruptionsstrategie zu entwickeln, diese umzusetzen und sie natürlich immer wieder anzupassen. Wir haben zum Beispiel die Straftatbestände gegen Korruption im öffentlichen Bereich und im geschäftlichen Verkehr erheblich erweitert und verschärft. In das Strafgesetzbuch wurde ein völlig neuer Abschnitt Straftaten gegen den Wettbewerb eingeführt, der wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Ausschreibung und Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr unter Strafe stellt. Seit 1998 erfassen die strafrechtlichen Bestimmungen
in Deutschland neben der Bestechung deutscher Amtsträger auch die Bestechung ausländischer Amtsträger. Wir haben auch das Steuerrecht geändert, dass Zahlungen zur Erlangung von Aufträgen im Ausland steuerlich nicht mehr absetzbar sind. Ein wichtiger Bereich, um Korruption zu bekämpfen. Das war, das können Sie sich vorstellen, in Deutschland nicht ganz unumstritten, weil das natürlich auch automatisch einen Wettbewerbsnachteil für deutsche Unternehmen im Ausland bedeutet. Außerdem hat die Bundesregierung bereits 1998 und in einer Novelle 2004 ihre Präventionsstrategie und Präventionsmaßnahmen in einer verbindlichen Richtlinie zur Korruptionsprävention zusammengefasst. Seit 2008 hat die Staatsanwaltschaft auch ein breiteres Spektrum strafprozessualer Maßnahmen, insbesondere die Telekommunikation von Verdächtigen. Seit Februar 2009 gilt im Bundesbeamtengesetz eine Regelung zum Schutz interner Hinweisgeber, sogenannter Whistleblower. Kern dieser Regelung ist, dass die Bediensteten von öffentlichen Institutionen nicht in den Dienstweg gehen müssen, wenn sie Korruption entdecken, sondern direkt zu einer Strafverfolgungsbehörde, dass sie aber auch einem Ombudsmann von den Fällen berichten können, ohne dass sie sich selbst rechtfertigen müssen. Das heißt, größtmögliche Transparenz in diesem Bereich. Meine Damen und Herren, im Mittelpunkt der deutschen Antikorruptionsstrategie steht die Integrität und die Reputation der Verwaltung. Wenn der Staat etwas von seinen Bürgern verlangt, dann muss er das natürlich selbst einhalten. Wenn er selbst nicht das einhält, was er von den Bürgern verlangt, nämlich Rechtstreue, dann steht natürlich die gesamte staatliche Integrität auf dem Spiel. Der Staat verlöre die Legitimität, strafbares Verhalten seiner Bürger selbst überhaupt zu sanktionieren. Kernelement der Strategie ist daher die Richtlinie zur Korruptionsprävention in der Bundesverwaltung. Sie enthält nicht nur einen Katalog von wirksamen Präventionsmaßnahmen, sondern zusätzlich für alle Beschäftigten ein Verhaltenskodex gegen Korruption sowie einen Leitfaden für Vorgesetzte und Behördenleitung. Auf diese Richtlinie möchte ich gerne eingehen, denn die Maßnahmen sind auch geeignet, außerhalb der Verwaltung wirksam gegen Korruption vorzugehen. Die wichtigsten Bereiche sind eigentlich relativ einfach, nämlich ein konsequentes Umsetzen des Mehr-Augen-Prinzips. Das Mehr-Augen-Prinzip als Maßnahme der Korruptionsprävention wird durch Mitprüfung und Kontrolle der Arbeitsergebnisse durch weitere Beschäftigte umgesetzt. Ein zweiter Punkt, der wichtig ist, ist die organisatorische Trennung von Planung, Vergabe und Abrechnung von öffentlichen Aufträgen und Zuwendung. Denn dadurch kann bereits im Ansatz korruptives Verhalten erschwert werden. Des Weiteren, als dritter Punkt, ist natürlich eine spezielle Aus- und Fortbildung für Vorgesetzte und Beschäftigte in besonders risikobehafteten Arbeitsgebieten, um die Mitarbeiter, die dort tätig sind, zu sensibilisieren. Und viertens, eigentlich auch eine Selbstverständlichkeit, das ist die Personal- und Jobrotation. Sie kann sowohl durch den regelmäßigen Wechsel der Beschäftigten auf andere Stellen, also Personalrotation, als auch durch die Übertragung besonders korruptionsgefährdeter Aufgaben auf andere Dienstposten, also Jobrotation, erfolgen. Und als fünfter Punkt werden in allen Ministerien weisungsunabhängige Ansprechpersonen für Korruptionsprävention eingesetzt. Die fungieren dann als Ansprechpartner und Berater für Beschäftigte und Leiter von Behörden sowie für die Öffentlichkeit. Meine Damen und Herren, Sie sehen, wir geben den Mitarbeitern der Bundesverwaltung damit klare Vorgaben
für eine ordnungsgemäße Erfüllung ihrer Aufgaben. Die Bundesländer und Kommunen haben vergleichbare Instrumente zur Prävention von Korruption entwickelt. Korruption betrifft, wie ich eingangs ja schon erwähnt habe, keinesfalls nur den öffentlichen Sektor, sondern natürlich genauso die Wirtschaft und ist dort genauso schädlich, weil das natürlich alles teurer macht und am Ende der Bürger es bezahlen muss. Große deutsche Vorzeigeunternehmen wie Siemens, Daimler und MAN, um nur einige zu nennen, haben in erheblicher Weise gegen Strafgesetze verstoßen. Dadurch wurden und werden alle rechtstreuen Marktteilnehmer beeinträchtigt. Meine Damen und Herren, so etwas darf Länder, die die Marktwirtschaft für sich in Anspruch nehmen, nicht akzeptiert werden. Auch die Wirtschaft selbst hat sich Verhaltenskodizes gegeben. Es werden ganze Abteilungen eingerichtet, sogenannte Compliance-Abteilungen, die sich um die Integrität des Unternehmens kümmern. Auch große Wirtschaftsberatungen und Prüfungsunternehmen befassen sich mit diesem Thema. Das zeigt, dass immer mehr Unternehmen bereit sind, sich in diesem Bereich beraten zu lassen. Auch hier lässt sich ablesen, dass sich die Aufmerksamkeit gegen die Korruption verändert. Meine Damen und Herren, die großen Korruptionsaffären der deutschen Wirtschaft in der jüngeren Vergangenheit bestätigen dies aus meiner Sicht. Wenn es in früheren Jahren weniger spektakuläre Fälle gegeben hat, dann muss das nicht unbedingt heißen, dass es damals weniger Korruption gegeben hat. Denn Korruption ist natürlich ein Kontrolldelikt. Die Beteiligten werden nicht auf die Idee kommen, sich selbst anzuzeigen, sondern es ist natürlich auch ein Wahrnehmungsdelikt. Grundvoraussetzung für die Bekämpfung von Korruption ist, dass es überhaupt erkannt wird. Eines zeigen die jüngsten Fälle, die bekannt geworden sind. Korruptes Verhalten wird von Polizei und Staatsanwaltschaft konsequent verfolgt. Und ich denke, das ist das Allerwichtigste, dass natürlich dann die Staatsanwaltschaft und die Gerichte auch nicht Halt machen vor hochrangigen Persönlichkeiten. Nur dann hat man wirklich eine abschreckende Wirkung. Das macht deutlich, wie wichtig die Unabhängigkeit der Strafverfolgungsbehörden in diesem Bereich ist. Diese Unabhängigkeit ist letztlich auch Garantie für die eingangs zitierte Verpflichtung des Verfassungsstaates, alle Menschen vor dem Gesetz gleich zu behandeln. Eine von Korruption freie Verwaltung und Wirtschaft ist daher für marktwirtschaftlich ausgerichtete Demokratien unerlässlich. Sie ist aber nicht nur für Deutschland oder Rumänien oder sonst einen einzelnen Staat, sie ist auch elementarer Bestandteil des europäischen Wirtschaftsraums. Zu Recht verlangt die Europäische Union von ihren jetzigen und zukünftigen Mitgliedstaaten, Korruption engagiert zu bekämpfen. Für 2011 hat die EU-Kommission eine umfassende Anti-Korruptionsstrategie angekündigt. In diesem Rahmen möchte ich auch die Systeme der Staaten zur Korruptionsbekämpfung unter die Lupe nehmen und beurteilen. Deutschland wird sich hierbei intensiv einbringen und dazu beitragen, dass diese Strategie ein weiterer Meilenstein ist auf dem Weg eines Raums für Freiheit, für Sicherheit und des Rechts. Ein weiterer Aspekt ist natürlich, dass wir bei der Korruptionsbekämpfung noch stärker über die Grenzen hinweg zusammenarbeiten müssen. Das ist wichtig. Deutschland und Rumänien tun das. Beide Länder arbeiten bei den European Partners Against Corruption zusammen. Auch diese Zusammenarbeit baut gleichzeitig auf Ebene der Europäischen Union das europäische Kontaktstellennetzwerk zur Korruptionsbekämpfung auf.
Daneben haben unsere beiden Länder Verbindungsbeamten, die den Kontakt halten, wenn es darum geht, Informationen auszutauschen. Ich habe heute mit unserem Verbindungsbeamten darüber gesprochen, es klappt ausgezeichnet. Die Verbindungsbeamten von BKA und Bundespolizei haben mir versichert, und das finde ich besonders positiv, dass es in Rumänien bisher keinen Fall gab, wo Informationen, die Sie weitergegeben haben, dass solche Informationen dazu geführt haben, dass ein Fall nicht mehr weiterverfolgt werden konnte. Das heißt, dass hier sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet wurde. Auf jeden Fall die Zusammenarbeit zwischen den Sicherheitsbehörden bisher noch nicht durch Korruption belastet werden. Das fand ich positiv und darauf lässt aufbauen. Meine Damen und Herren, erwähnen möchte ich auch den Kollegen Herrn Maas, einen erfahrenen deutschen Polizeibeamten, der seit 2009 insbesondere in Grenzschutzfragen die rumänische Regierung und die Polizei berät, auch gerade wenn es darum geht, organisierte Kriminalität zu bekämpfen und vor allem Korruption zu bekämpfen. Das heißt, dass wir gute Anknüpfungspunkte haben, dass wir darauf aufbauen können, damit gerade im Bereich der Korruption Rumänien noch weitere Fortschritte machen kann. Und wenn das erreicht ist, dann wird es auch unproblematisch möglich sein, dass Rumänien Vollmitglied im Schengen-Raum wird. Vielen Dank.